Herzlich willkommen zum nächsten Spiel der German Legends, das Halbfinale im Pokal mit Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, hallo Freunde. Uneigennützig wie eh und je haben wir das letzte Spiel souverän gewonnen. Franz mit 5 Toren in einem Spiel. Unser Star ist die Mannschaft, eigentlich der Franz, aber ich komme auf die Flanke. Oh ja, aber da geht er nicht hin. Und dann versuchen wir so weiter zu spielen wie im letzten Spiel. Die sind sehr viele. Echt? Wartet, 4 Stück, glaube ich. Spielen die alle? Dann nee, mit Bots. Weiter? Perfekt. Ah. Oben. Ja. Jetzt flank. Auf dich. Schön gelaufen. Na. Schade, schade. Weiter so. Es ist das Halbfinale. Ich hatte es in den letzten 2 Folgen, wo wir ja schon die erste und die zweite Pokalrunde gespielt haben. Übrigens beides mal gegen das gleiche Team. Da habe ich es auch schon gesagt. Wir haben den FA Cup gewonnen und spielen jetzt den EA Cup und andersrum. Wir haben unten angefangen und es gibt ja 4 Pokalschwierigkeitsgrade beziehungsweise Pokale, wo man sich eintragen kann. Da können natürlich immer noch die stärkeren Teams in den ganz schlechteren mitspielen. Aber wir haben den schlechtesten quasi gewonnen, den 4. Jetzt sind wir gerade beim 3. dabei und das persönliche Ziel ist quasi, alle 4-mal zu gewinnen. Es wird natürlich gerade, wenn wir die stärkeren 2 spielen, hart, weil schwache Teams können sich dafür nicht anmelden. Nur die Starken. Andersrum geht's natürlich. Die Starken können sich auch für die schwächeren Pokale anmelden. Deswegen auch keine Ausrede hier, wenn wir verlieren oder so. Das sind hier nicht alles Lappen-Gegner. Oh! Oh, schade. Der war eingespeichert, wohl bemerkt. Also, ja, war nicht schlecht. Sollte eigentlich das Zweikampf-B sein. Der ist noch on fire, der Franz. Denn wie gesagt, jetzt sind wir gerade hier auf der 2. Pokalstärke im Halbfinale schon. Und den haben wir. Versuchen hinten sicher zu stehen. Boah, perfekt. Oh ja, lupfen. Oder so. Nein, Scheiße, hätte ich lupfen sollen, ja. Und wie der noch hochgeflogen ist, voll geil. Aber ist das ist R1 nochmal, ne? L1. Oben links, also da, wo Spielerwechsel sonst ist. Ja. Was ich, für mich ist das immer oben links, ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur, seitdem wir mit LT spielen, LT die Taste auswendig. Und außer natürlich A, B, X, Y. Schön gestört. Das ist eben gerade wieder ganz kurz geleckt. Das sind immer die hohen Bälle in unsere eigene Hälfte. Da fängst du bei mir kurz an zu lecken. Aber nicht frame-mäßig. Ach nee. Haben sie da wieder diesen Arturo Vidal drin? Dann hatten wir die auch schon mal. Oh, schade. Nein! Nicht schießen lassen. Abseits. Hey, willst du nicht mal? War das kein Abseits? Dann habe ich mich verguckt. Renn noch, renn noch. Schön. Warte. Oh. Nein. Oh. Oh. Scheiße. Fast noch gekriegt. Okay, schön Ausdauer sparen. Wenn es nach vorne geht, dann brauchen wir den Franz. Der macht das. Ja, ja, ja. Perfekt. Oh, nein. Fast später, hallo. Wäre geil, wenn er das mal geben würde, so aus dem Back raus oder so. Ja, es ist FIFA, ne? Also. Ja, eben. Ich meine, wir hatten ja bisher Glück, dass wir meistens durch Eigentore von den Gegnern Tore bekommen haben. Ich glaube, das war Abseits, oder? Ja. Ja. Wir haben ja meistens durch Eigentore von den Gegnern bekommen und zum Glück nicht unsere eigene CPU oder wir die Eigentore geschossen. Aber ansonsten momentummäßig und auch foulmäßig, ey, letztes Spiel hätte ich ganz kleine Rote kriegen müssen dazwischendurch. Das war so ein krasses Foul, der Pass war scheiße. Jawohl. Das ist dann teilweise schon lächerlich. Die neue Engine weist gerade in Bezug auf Vorteil und Fouls noch ein paar Schwächen auf. Nein, ich versuche zu gewinnen. Deiner? Ja, schön gestört. Den holen wir uns noch. Sie dürfen nur vorne nicht an den Ball kommen, weil dann spielen die Pros, ne? Ja. Also weil die jetzt keine in der Abwehr mehr haben. Nein. No. Da hat er sich zwar diesmal mit LT durchgesetzt als Bot, was ich relativ gut finde, aber dann kam der Pass leider nicht. Ja, der vorne ist nicht richtig gestartet. Dann macht er und das läuft alleine. Bot? Ja, er macht es echt alleine. Ah, das stimmt, sonst haben die echt die Bots spielen. Die spielen ja lieber gegen welche, die alle spielen. Alles fair, Schiedsrichter, jawohl. Und ab geht die wilde Post. Versuch aufs Tor zu gehen. Schieß mal ins kurze Eck oder so. Ja, okay, einfach. Ja. Okay. Warte, ich biete mich an. Hier. Ja, Lodder ist da. Oh! Ist er sogar dran gegangen. Ich hole einen Linksfuß. Der Siemens.
Hier, auf den Franz. Oder auf die CPU. Und hoffentlich nicht auf den Gegner. Natürlich, das passiert. Aber da habe ich den Schwung für unten mitgenommen. Felix? Oh! Die kam aber ganz schön zügig. Schöne Bewegung, richtig schön. Knack. Flanke? Schönes Ding. Oh! Ja. Schön gestört. Das ist wichtig, dass der Torwart den nicht fängt. Und jetzt können wir weitermachen. Die holen wir uns schon noch. Plack. Ja! Ja! Nein! Den habe ich schon drin gesehen. Aber auch. Weiter so. Das ist nicht schlecht. Oh, die Mitnahme gerade. Oh, du hattest gerade so viel Tempo, ne? Aber der hat mich eingeholt, oder? Weiß ich nicht. Also. Ja, also ich hab lieber auf einmal richtig losgesprintet. Ja. Manchmal haben die das so irgendwie, ne? Dass die so einen Puls kriegen, so. Und manchmal nehmen sie den einfach voll behindert an, so voll in die falsche Richtung. Oh, schade, wunderschön. So holen wir uns die noch. Ja, kein Thema. Bringt der den da gerade an mir vorbei. Zweit. Schade. Oh, da unten steht er. Die fordern auch in alle und jede Richtung ab. An. Oh, Torwart. Okay, spiel ruhig unten. Da holt er den Ball zurück. Buddy, Alter. Oh, hallo. Moin. Oh, nach da. Aufnahme? Ja. Jo. Alles klar, lass ich euch in Frieden. Brauchst du nicht. Da brauch ich nicht, dann nehme ich hier natürlich. Ja, da kommt er. Wunderschön gesehen, Felix. Nein! Oh, schade. Der war einfach nur schlicht drauf geschossen. Machen. Da kommt der Schuss. Ah, oh, schade. Sie hätte in Führung gehen können. Aber er setzt den Ball daneben. Schade. Show. Jawohl, weiter? Ja, nein. Nein. Warum duckt sich denn da? Ja, das ist echt so. Boah, 0-0 noch. Puh. Aber wunderschön gespielt. Also ich finde, wir können wirklich sagen, unser Star ist die Mannschaft, oder? Also. Ich meine, zu der, finde ich, zur Info, 5 Tore habe ich gerade gemacht. Yo. In einem einzigen Spiel. Und davor ein Hattrick. Da warst du, glaube ich, noch bei mir hier. Ja, das kann sein. 2 Spiele, 8 Tore. Kann man mal machen. Oh, jetzt müssen wir erstmal aufpassen, weil es steht hier halt immer noch 0-0. Wenn die einmal treffen, dann, könnte es da schon gewesen sein. Oben! Oh, schade. Warte, ich gehe auf Abseitslinie. Ja. Jetzt! Ah, kriegst du? Schön. Nein, den konnte ich nicht holen. Ich denke immer, wenn die annehmen, dass sie einfach so ein Bodycheck hinmachen, dann haben sie den Ball. Wäre geil. Kann man drauf hoffen. Wir stehen gerade extrem hoch, nicht tief. Oh nein. Der Ball ist weg. Unser. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Ich komm Mitte. Komm, auf den Lodder kannst du auch flanken. Jetzt. Schönes Ding. Jo, das gibt es doch nicht. Och, Lackmann, wo bist du? Oh. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einbauen? Aber das weiter so. Wieder nur in diesem Spiel, war wunderschöne Flanke. Aber weißt du, Pfosten und Latte ist einfach Pech. Man kann lenken und alles und er kann gut kommen. Aber Pfosten und Latte, das ist ja. Auskommt da. Jetzt ist die Kugel weg. Ja, aber an der CPU, da können wir uns totlaufen. Da brauchen wir eigentlich. Ey, gar nicht drauf gehen. Obwohl ich manchmal früher am Ball war, hat es für diese Aktion schon einige Male Foul gegen uns gegeben. Und das war LT, der uns diesen Einwurf beschert hat. Es war schon eingespeichert, weil ich weiter gedrückt hatte. Oh, das wäre jetzt low gewesen. Natürlich nicht schlecht gespielt, aber dadurch, dass es eingespeichert war, muss ich halt wirklich mal lassen und dann laufen lassen, wenn ich sehe, dass der hinrennt. Ja, nicht von da. Da super reagiert. Weiter also unentschieden. Ich bin Rückraum. Über mich drüber. Scheiße. Ja, gegen. Ja, liebe Zuschauer, es kann auch Verlängerung und Elfmeterschießen geben. Schweinsteiger. Jetzt. Ah, wieder zu weit. Gibt's da nicht. Einer muss heute noch rankommen. So, und aus. Sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Doch nicht. Oh, das war auch eine komische Annahme von dem. Pass auf den auf Mitte auf. Ja, schön, jetzt. Mann. Oh, der kommt sogar rein. Abgefangen, gut gemacht. Oh, ne, erstmal raus, bevor ich hier Spielränzchen mache. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball.
Ach so. Jetzt verarschen die CPU uns hier aber gerade. Drei Doppelpässe oder was? Da war keiner von denen dran beteiligt. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Boah, die Bewegung gerade. So. Gehen wir auf Offensiv oder lassen wir so? Nee, würde ich so lassen. Erstmal. Ja. Es sieht eigentlich echt nicht schlecht aus, wenn wir jetzt wieder das Spiel machen und den Ball kriegen. Vorne! Nein, da ist er wieder! Ah, die CPU ist abwehrmäßig echt stark. Wir müssen uns echt durchlacken. Nein, vor oben kommt er. Boah, schön, Schiedsrichter. Mann, keine Chance. Ja, geh. Oh, perfekt. Ich komm hier Mitte, wenn du willst. Ja, flanken. Okay. Jawohl! Oh! Ey, wie hält der da? Das war kein Abseits, guck mal, wie perfekt das war. Schön reingeflankt und hier, pass auf, da bin ich zurück und zack. Oh, nee. Okay, hier, komm. Jetzt bist du mit dem Kopfball dran. Jawohl! Oh, nee. Wie oft unser Torwart da manchmal in die Knie geht und den einfach durchlässt. Kann man ja hoffen. Schade. Ja, der kann rangehen. Ja, das war ein Lupfer, ey. Scheiße, da war ich überhastet. Das war so typisch. Torwart war nicht drin. 10 Minuten später trotzdem nochmal draufbolzen. Ich komme bitte wieder. Warte noch kurz. Jetzt. Nein, er geht nicht hin. Er tunnelt mich. Er tunnelt. So ist es immer ärgerlich, wenn man eigentlich da steht, aber der diesen Ausfallschritt macht. Ah, die CPU nimmt er sogar mit. Und der schirmt den mega krass ab gerade. Moor schön. Oh, und keiner geht richtig hin. Schweinsteiger. Unser Angriff jetzt. Ja. Sieht gut aus. Sie lassen Beckenbauer, mach ihn. Er macht ja! ihn. Ja, das so. Zack. Schön. Jawohl, da ist der Lucky Punch. Oh, da hüpft die CPU drüber. Und dann macht er sein 9. Tor in 3 Spielen. So, und jetzt gehen wir nämlich auf Defensiv. Aber jetzt sind nicht alle Lullen. Ja. Da, wo die gerade stärker wurden, haben wir zugeschlagen. Jawohl. Ich komm bitte. Oder geh mal aufs Tor, wenn du willst. Ich würde aber kommen. Ah, war richtig. War vollkommen richtig. Oh ja, komm hin da. Da hab ich Blut geleckt, Alter. Komm hin, komm hin. Oh, oh schade. Ja, genau auf dem Torwart wieder. Boah, oben unten läuft einer, ja, schön. Unser. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende. Spiel ruhig, spiel ruhig. Auf jeden Fall ist es extrem eng. Okay, nicht mehr ruhig. Komm bitte. Ah, nein. Schade. Das klappt auch so nebenbei auf außen zu gehen, das klappt alles sehr, sehr gut. Ja, immer variieren, weißt du? Mach du? Stören? Ah, schade. Nicht genug gestört. Ja, wäre es ein Typ gewesen, der hätte gleich direkt nach vorne geballert. Ja, Mann, das ist CPU jetzt. Ja. Da haben wir uns auch so lange drüber aufgeregt und jetzt spielst du uns mal endlich in die Karten. Deiner? Ich bin hinten. Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Sie brauchen ein Tor. Irgendwie muss noch einer rein. Oh! Das war bei Ski. Aber das ist nur ein Tor. Knick den ruhig. Jawohl. Und sogar fair. Da kam die Doppelsense. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sauber vom Ball getrennt hier. Lassen wir sie mal ein bisschen laufen, wa? Ach, der fand's aus! Das glaube ich ja jetzt nicht. Aus. Geile Annahme. Ja, da würde ich mich auch aufregen bei dem, was denen gerade passiert. Aber ist doch schön, dass das Momentum auch mal für uns ist. Halt ihn, solange du kannst. Jawohl! Schön Freischuss. Eine schnelle Gelbe. Der Russo, der... Nein! Oh mein Gott, warum? Didi. Spiel hinten. Ich bin nicht vorne. Außen weiter. Ah, sorry. Nein. Nur ein Tor. Spiel hinten. Oh! Zeit. Ja! Finale. Oh!
Finale. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum Finale. Tschüss. Ciao.